Und damit. Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück für Minecraft Sparks of Hope. Ganz genau, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben einen komischen Anruf von Mutti bekommen. Sie will uns Käsebrote geben und irgendwelches anderes essen und wir sollen auf jeden Fall vorbeikommen. Aber alle von uns fanden das irgendwie ein bisschen sass, vor allen Dingen Bebo und Genie. Die meinten, yo, war ein bisschen komisch der Funkspruch. Deswegen schauen wir jetzt das Ganze nach. Ganz genau so. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was ist los? Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Ich werde es jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder ganz zum Anfang laufen, weil Mutti für uns Käsebrote gemacht hat. Und das finde ich ja sehr schön. Ich bin mir sicher, wenn diese Videos online kommen, so viele Leute werden über meinen Berliner Akzent judgen. Es tut mir so unfassbar leid. Ah! Okay. Wir müssen da lang. Ich mach mal hier runter. Das scheint mir eine Abkürzung zu sein. Wie ihr wisst, natürlich, die ganzen Rätsel werden wir nicht machen. Ihr wisst Bescheid. Denn das ist einfach ein bisschen zu viel Aufwand. Wir machen das Ganze in einfachen Streams, die natürlich auch, falls ihr die Playlist gerade guckt, werden diese hinten dran gehangen, indem wir natürlich die 100% versuchen werden zu erreichen. Und hier ist gerade meine Maus im Bild. Das habt ihr nicht gesehen, aber ich. Ich will eigentlich nichts mit Rätseln zu tun haben gerade. Ich will die Story erleben, weil die Story, die catcht gerade schon wieder ein bisschen. Oh, ein weiteres Bild, was wir uns angucken können. Obwohl ihr die Neugier auf das Unbekannte in die Wiege gelegt worden war, verliebte Mutti sich in diesen Planeten und traf eine Entscheidung. Sie investierte ihre gesamten Ersparnisse und eröffnete eine Werkstatt samt Dörrfleischverkauf mit der Unterstützung ihrer neuen erlebnishungrigen Helfer. Das klingt doch schön. Aber geht es hier überhaupt für uns weiter? Ah ja, hier war eine Leiter. Ich dachte gerade, weil ich die nicht gesehen habe. Wir sind, wenn ich richtig bin, wieder hier, ganz genau. Und wir müssen... Ah, ich muss ein bisschen die Karte studieren. Wo müssen wir hin? Hallo? Hä? Haben wir verschiedene Karten? Ey, es ist 1.1.20 Uhr und da draußen wird immer noch geballert. Da müssen wir hin. Das heißt, wir steppen. Das heißt, wir nehmen diesen Checkpoint und teleportieren uns dahin. Dafür sind die da und dafür werde ich sie auch nutzen. Ich will euch viel unnötiges Herumgelaufe ersparen. Ich will euch sowieso sehr viel im Let's Play ersparen. Ich will euch die Story liefern und die 100% halt getrennt machen, weil es ist einfach so viel zu tun. Ich habe von dieser Welt so wenig gesehen. Und von der vorherigen auch. Und wir werden die halt alle in den Streams anschauen. Wollte ich nur erwähnt haben. Bringt die Kanone uns überhaupt richtig hin oder bringt die uns nur auf diesen Straßenabschnitt? Nee, bringt uns sogar ziemlich weit zu einem Powerblock. Ja, wunderbar. Den nehm ich doch mit. Alright. Unnötiger Block, den wir erstmal verschieben müssen, damit wir hier rüberkommen. Das ist auch manche. Ich sag mal, das jetzt zählt zu Rätsel. Manche Rätsel sind auch einfach dumm. Sorry, no front, aber ist halt so. Kommen wir mal hier hinein. Das sieht mir aber sehr nach einem kleinen Mini-Boss-Kampf aus. Gegen Sakulenta. Möchtest du auch ein Tattoo? Wer auch immer das ist, hat die echte Mutti gefangen genommen. Ich habe ja gesagt, dass der letzte Funkspruch verdächtig klang. Ah ja, ich finde das Gefängnis sieht voll schön aus. Also, an der Stelle. Sakulenta. Okay. Sakulenta, du kleine... Na, Rebella. Du solltest einen klaren Kopf bewahren. Betrachte mal die Gesamtsituation. Wirst du wieder weglaufen, um deine eigene Haut zu retten? Und mich, Mutti, für meine Zielübung verwenden lassen? Versuch's doch!
Oder wirst du versuchen, sie zu retten? Dabei wirst du natürlich scheitern und damit auch deine Mission Misere aufzuhalten. Die ganze Galaxie wird unter deinem Versagen leiden. Ich werde gnädig sein. Obwohl du Misere natürlich so und oder so niemals aufhalten könntest, ich für meinen Teil kann dir immerhin versprechen, dass ich nach meinem Sieg gnädiger sein werde. Also, was wirst du tun? Ja, dich komplett aus dem Leben ziehen, schießen, wie auch immer. Gut. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Succulenta ist extrem treffsicher aus der Entfernung. Wenn wir sie aus der Nähe angreifen, sind wir Kanonenfutter. What? Heißt das, es gibt keine Limonade? Scheinbar nicht. Und wir schauen auf jeden Fall vorher. Wir müssen ziemlich aufrüsten. So, wenn ich das richtig verstanden habe, Fernkampfgegner. Deswegen... Oh, was kann man denn hier Spannendes noch machen? Wir haben schon sehr viel gelevelt, tatsächlich. Eigentlich... nice, den Dash-Schaden erhöhen. Aber wir haben... Oh, wir haben immer noch einen Punkt. Wie viel kosten Leben? 2. Ah, schade. Ah! Das hier kostet noch ein. Bisschen weiter laufen. Ja, warum denn auch nicht? Deckungsschaden. Bowser-Besucher sprengt zerstörbare Deckungen. Ah ja. Oder mehr Koopas. Und die Koopas benutze ich ja sehr häufig. Oder kriegt Bowser mehr Leben? Wir geben Bowser einmal mehr Leben. Und einen Koopa mehr. Ja, vielleicht auch nicht. Ist das hier? Schadensabnahme im Explosionsradius. Ja, warum auch nicht? Gut, und dann Rebella hat fast keine Leben. Eigentlich müssen wir schon einmal die Leben nehmen. Nicht die Leben nehmen, sondern die Leben geben. Und was ist das hier? Beim ersten Zug hat der Spark ein zufälliges Item zu verschenken. Was war das hier? Ah ja, einen weiteren Aktionspunkt. Eine krasse Reichweite von der Aero-Klinge ist halt strong. Die Sparks sind alle ready. Wir haben ein paar Items. Ich würde sagen, wir starten hier. Nein. Let's go, guys. Okay. Erstmal wird dieses weirde Viech gescannt. Kann ich schneller fliegen? Nein, natürlich. Who are you? Greift aus einer erhöhten Position an, in der sie komplett geschützt ist. Selbst hinter Teilhindernissen. Sie kann 2 Geschosse auf 2 verschiedene Ziele feuern. Wenn Gegner ihr zu nahe kommen, setzt die Schleim-Super-Effekte ein. Okay. Naja, das macht auch Sinn. Wir arbeiten uns natürlich Stück für Stück vor. Und mit Stück für Stück meine ich natürlich, sie kann auf 2 Ziele gleichzeitig feuern. Was halt schon aussagt, dass sie Mario-like ist. Ja, ich glaube nicht, dass das klappt. Die gibt schon mal gut Damage rein. Not bad at all. Natürlich steppen wir mit Rebella auch hinterher. Wobei, ich glaube, es wäre mir lieber gewesen, wenn wir... Warte, ich kann doch noch ein Stück laufen, oder? Oh, please. No way. No way. Ich wollte eigentlich mit Rabbit Rosalina weitergehen. Weil Rabbit Rosalina ja einen krasseren Schuss hat. Ah, lost. Ich glaube, da wir sie eh nicht treffen, machen wir mal die ganzen Goombas hier weg. Das fühlt sich echt alle bis auf einen natürlich. Das war so geplant. Da sie auf 2 Ziele schießen kann, ist das hier, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht kriegen wir noch einen Aktionspunkt. Wir haben ja eine 25%ige Chance. Na, natürlich nicht. Welch lustiger Joke. Der Block geht kaputt. Ja, nein. Ist egal, wir können sowieso nichts anderes treffen. Ja, tut er. Und ich habe sogar den Gegner rausgenommen. Strong, strong. Warum nicht 5 Robo-Koopas auf die Jagd nach einem Goomba schicken? Oh, explodiert gar nicht. Oh, das ist nächste Runde so eine Verschwendung, wenn da 5 Robo-Koopas wegen einem Goomba explodieren. Aber nun gut, ich will mich mal nicht beschweren. Ich habe so Bock. Das Game macht gerade in letzter Zeit richtig, richtig Bock wieder. In letzter Zeit ist das zweite Video, was ich jetzt aufnehme.
Wir geben mal den Zug ab und schauen mal, was sie hier oben tut. Oh, aber er ist dead. Oh, ich finde das so gut, wenn die auf die Dings gehen. Nee, gar nichts haben wir verdient. So, ich würde auf die beide schießen, ja. Aber gut, gut abgewehrt. Wichtig auf jeden Fall. Und an der Stelle sei gesagt, da ich ja weiß, dass sie Schleimeffekt machen kann, baller ich so auf sie drauf. Volles Kanonenrohr. Wir hätten vielleicht noch vorher stärken sollen, aber ist gleich die erste Phase sowieso gleich rum. Da ich nicht weiß, wie die zweite Phase aussieht, ich würde mich ganz gerne an diesen Block stellen. Ja. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Atmosphärisch ist das Ganze, glaube ich, not bad at all. Finde ich, sieht strong aus. Der hat Gegner gespawnt. Ah ja. Und uns wieder ganz an den Anfang teleportiert. Und die Stage verändert. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Wunderbar, den Dash. Er ist gefroren, nennt man das Ganze. Und natürlich gehen wir auch diesmal mit Rabbit Rosalina weiter. Klar, oh, können wir noch den Sprung? Wunderbar, bisschen Damage machen. Durchsliden. Dash rausholen. Hier hinstellen. Und da oben reinziehen. Zack, bum, bam. Und mit Rebella. Rebella kümmert sich gleich um diese Kollegen hier, die sich noch hier befinden. Auch mit dir. Und Rabbit Rosalina liegt hier hin. Ist da noch ein Dash drinne? Ah ne, wir haben ja gerade schon gedashed, lost. Aber wir können uns hier hinstellen und... Oh. Oh, what? Warum? Er wäre down, ja. Wir würden sie auf gar keinen Fall hitten. Der hier ist sehr nah an uns dran, deswegen schieße ich auf ihn. Okay. Er ist sowieso unempfindlich gegenüber Schleim. Einfrieren können wir hier so ein paar. Warum sollten wir das denn nicht tun? So, und du kümmerst dich bitte noch hier um die Gegner, die sich vielleicht hier links und rechts befinden. Aber wenn ich das richtig sehe, ist es nur der hier. Und der kriegt einfach eine Klinge, eine Aero-Klinge ins Gesicht. Und das ist doch wunderbar. Die zünde ich auch mal, weil wir wissen, davon gibt es genug. Das sind keine 5, das sind 4. Haben wir nicht in 5 geskillt? Ich hab schon wieder vergessen. Das ist so traurig. Ich hab so ein Kurzzeitgedächtnis. Schlimm. Wobei, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis für unwichtige Dinge. Ja, zumindest jetzt wie das hier. Ob wir da jetzt 4 oder 5 haben, ist mir relativ egal erstmal. Ich glaube nicht, dass einer so nah kommt. Da erreiche ich auch nicht genug. Wir geben den Zug ab und gucken mal, was Spannendes passiert. Ja, also wenn er nicht auf uns schießt, safe lost. Finde ich gut, tatsächlich. Kaum zu glauben, aber wahr. Bowie? Mach mal da oben einen Schuss rein. Guter Damage, stronger Damage. Und wir versuchen... Wir kommen da nicht hoch, richtig? No way! No way! Lost des Jahrhunderts. Woher soll ich wissen? Aber... Nein, wir hätten in die Röhre gemusst. Feuerdamage.
Ich tue es ungern. Aber du darfst noch mal laufen. Bitte, funktionier. Funktioniert natürlich. Einwandfrei. Und von hinten gibt es was in den Rücken. Zack, 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 zerab, zap. Und damit kommen wir auch zur letzten Phase. Ich hoffe, die wird jetzt nicht auch so einfach wie die beiden davor. Ah, ich sehe schon, der Weg zu ihr ist schon mal viel, viel länger. Okay, okay, okay. Aber das sollte uns erstmal nicht davon abhalten, sie zu bekämpfen. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder natürlich ganz strategisch planen. Die Röhre führt mich eigentlich nicht dahin, wo ich hin möchte. Ja, das ist lost. Ich will dahin nämlich. Maybe schafft Bowser das Ganze, ja. Nicht mal Bowser schafft es und Bowser hat schon wieder seine weirde Attacke nicht gemacht. Ey, das ist die schlimmste Position, die man haben kann, glaube ich. Hallo? Ich glaube, das ist ganz smart. Wobei, kann er uns umlaufen? Wieso rennt er jetzt nicht zu mir? Was ist das? Manche haben einen Verfolgerradius, der jetzt aber zum Beispiel nicht. Ich check's nicht. Die Bombe macht mir schon auch Angst, gell? Wir ballern aber da oben rein. Denn gegen die Bombe kann ich mich ganz einfach wehren. Ganz genau so nämlich. Zack, Windstoß, bumm, bumm und bumm. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Aber letzte Folge war gar nicht so schlimm. Zumindest, wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Er wäre down? Na, dann tun wir das doch. Wusch. 2800 Leben hat sie. Sukkulenta. Sukkulenta. Wie auch immer. Ich gebe den Zug ab. Die erreicht uns nicht, genauso wie er uns nicht erreichen wird. Klar. Distance-Kämpferin. Weiß ich. Weil wir müssen smart überlegen. Wir müssen ganz schlau denken jetzt. Wir müssen ja eine krasse Distance rausholen. Wobei ich glaube, ich komme schon hier bis davor, ja. Wo kommen wir raus? Gut zu wissen, dass wir nicht da rauskommen, wo ich hin will. Aber dafür ist ja dann Rebella da, die uns weiterhilft. Nach hier oben zu kommen. Wir sind immer noch sehr weit weg. Ich bin hier aber schön geschützt, das freut mich. Ich gebe das mal volle Kanne reingeballert erstmal. Teamsprung. Ja, Teamsprung lost, warum? Ich wäre doch auch so. Oh nee, stimmt. Bowser kann ja fast gar nichts. Da war ja was. Bowser kann ja nichts. No front an der Stelle. Wir brauchen auf jeden Fall wieder solche Säcke, weil die heilen echt nicht schlecht. Da er safe nicht stirbt, aber er da oben schon schließlich auf ihn. Der unten würde sowieso attacken. Wobei, habe ich nicht sogar noch einen Zug frei? Beweg dich schneller! Mit Rosalina. Ja, richtig. Als wäre es geskriptet! Fliegt auch er ins Nirvana. Nirvana, wie auch immer.
Ich weiß nicht, ob sie hitten kann. Ich stelle mich dahin. Bowser wird safe gehittet von ihr. Aber mal gucken. Ja, ein bisschen Teleportation, Magie ist ja erstmal. Ist ja erstmal nicht schlimm. So habe ich erstmal nichts gegen. Solange man mich nicht angreift. Ich bin schon wieder maximal unlustig. Ja. Genau, sie hittet nicht. Okay. Der Kollege ist ja down, deswegen. Kommt. Wichtig zu wissen. Kommt Rabbit Rosalina bis an die Röhre? Ja. Aber wir müssen erstmal mit. Uff, ob das reicht? Wir kommen weniger weiter als vorher, glaube ich. Dann laufen wir zuerst mit Bowser. Das bringt mich noch weiter nach oben, das ist wichtig. Wir müssen jetzt ja die Höhe erhalten. Wie hitte ich das nicht? Falscher Charakter. Hier. Und ganz wunderbar schlau und smart. Die Automarken. Boah, komm. Zu wild. Dashen. Gefroren für die nächste Runde. Er ballert da rein. Wieso kriegt er kein Damage? Weird. Da wird reingeballert. Volle Kanne. Und in derselben Sekunde wird auch wieder gefreezed. Wir können ja probably mit keinem anderen hitten. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Laufen können wir mit ihm auch nicht mehr. Wird der Damage nehmen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir zünden mal ein paar Robo-Koopas, weil mit denen sind wir immer auf der richtigen Seite. Robo-Koopas kann es nicht genug geben. Die im Übrigen Eier-Schleim-Effekt haben, because Bowser. Okay, alles gut. So, da Rabbit Rosalina, Rosalina, da Rebella ja irgendwie nichts tun kann. Und scheinbar auch niemanden hitten kann. Würde ich actually ganz gerne auf die Bombe werfen. Aber nun gut, da das nichts bringt. Werfen wir auf den hinteren, vielleicht treffen wir auch beide? Nein, natürlich nicht. Also, ist ja immer so. Ja, ich hoffe, nächste Runde ist vorbei. Die Runde war jetzt schon ein bisschen schwerer, aber auch nicht wirklich tatsächlich. Waren jetzt 3 Runden oder 4, die wir gebraucht haben. Fand ich jetzt nicht allzu spektakulär, der Kampf. Falls er denn jetzt auch vorbei ist. Also, ich geh mal schwer davon aus. Und in der Luft wird weggeslammt. Wunderbar. Und ein weiterer gereinigter, finster Energie-Zeitkristall erhalten. Gereinigter, finster Zeit-Energie-Kristall erhalten. Ganz genau. Sag ich doch. Damit wäre diese wundervolle Schlacht gewonnen.